Aluminium, Leute. Als erstes gehen wieder hochgradig übergewichtige Dankeschön raus. Dank Linksversiftschan kann ich jetzt endlich die Aufmachung der Videos umgestalten, sodass das Ganze mehr dem entspricht, was mir da im Kopf herumgeistert. Simon Double S hat sich zu meinen Patrons gesellt und außerdem haben mir Julian und Toasted Leverwurstbrot Amazon-Gutscheine zukommen lassen. Im Weiteren wurde ich gebeten, Rita aus Räuchern Grüße auszurichten. Leute, 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 Leute. Wir leben in einer Gesellschaft. Ich möchte mich heute einem Themenkomplex widmen, der das Leben von den meisten von uns maßgeblich bestimmt. Das variiert natürlich von Mensch zu Mensch, aber alleine aufgrund dessen, dass ihr gerade mir zuhört und nicht wie vor einigen Jahren noch durch das TV-Programm Zapp, ist der Beleg dafür, dass ihr mit drin hängt. Und zwar geht es heute um die sozialen Medien, durch die wir alle auf die ein oder andere Art miteinander verbunden sind. In den meisten Fällen freiwillig und gerne, in einigen eher weniger. Und auch wenn sich der Einfluss dessen individuell unterschiedlich stark ausgeprägt gestaltet, zeigen sich doch gewisse Parallelen. Genau die und vor allem die Probleme, die davon ausgehen, schauen wir jetzt mal genauer an. Auf der einen Seite sind soziale Medien eine klasse Sache. Man bleibt mit alten Bekannten in Kontakt oder findet sie so wieder. Man gesellt sich in Gruppen zu Leuten, die ähnlich ticken und das Ganze dann teilweise sogar in internationalem Rahmen, was uns als Menschheitsfamilie näher zusammenrücken lässt. Gerade während der Quarantäne war das für viele der einzige Kontakt zu anderen. Und auch wenn es sich nicht damit vergleichen lässt, wirklich zusammen abzuhängen und einen Kaffee zu trinken, war es besser als nichts. Meldungen, Bilder und Videos von der anderen Seite des Globus erreichen uns in Echtzeit. Wir können selbst zu Journalisten werden, was es den etablierten Medien, die zunehmend mehr Wert auf politisch korrekte Haltung als auf sachlich korrekten Inhalt legen, immer schwerer macht. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass sich dadurch auch Menschen zusammenfinden, die sich gegenseitig aufstacheln oder gar radikalisieren. Und das geht dann von Gruppen, in denen sich Tipps gegeben werden, wie man sich am besten zu Tode hungert, bis hin zu den ideologischen Geschichten, bei denen dann Gewalttaten gegen erklärte Feindbilder geplant werden. Zunächst muss man sich im Klaren darüber sein, dass das Sozialste an diesen Medien ihre Bezeichnung ist, denn eigentlich ist es nichts als ein Geschäftsmodell für die Betreiber. Und denen geht es zum einen darum, dass man sich möglichst lange dort aufhält, damit das für Werbepartner interessant ist, und zum anderen natürlich um unsere Daten, die ausgewertet und teilweise weiterverkauft werden. Und dafür wird das Ganze dann so gestaltet, dass wir durch die Algorithmen genau das in der Timeline haben, was wir sehen wollen. Werden Beiträge geliked, geteilt und kommentiert, erhalten wir Aufmerksamkeit und Bestätigung, und das wiederum birgt ein immenses Suchtpotenzial. Besonders wenn man bedenkt, dass durch die Selbstdarstellung der ohnehin schon bedenklich stark ausgeprägte Narzissmus einiger hart getriggert wird. Gemäß einer von der DAK 2018 veröffentlichten Studie erfüllen 2,6% der Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren in Deutschland die Kriterien für eine Abhängigkeit nach der sogenannten Social Media Disorder Scale. Durchschnittlich verbringen sie 2,5 Stunden täglich damit, wobei das Ganze bei jungen Mädchen nochmal etwas höher ausfällt. Die Probleme, die daraus resultieren, sind vielfältig. Stress mit den Eltern, Schlafmangel bis hin zu Depressionen. Gefühle der Minderwertigkeit machen sich breit, wenn das eigene Leben, das sich zunehmend online abspielt, nicht mit der Inszenierung der anderen mithalten kann oder die ersehnten Rückmeldungen ausbleiben. Durch das Vernachlässigen anderer Hobbys, den Schlaf- und Bewegungsmangel, kommt es dann zu gesundheitlichen Problemen und die Menschen hängen in einer Negativspirale, aus der der Ausbruch immer unmöglicher erscheint. Mit fortschreitendem Alter wird es nicht besser. Viele Eltern präsentieren ihre Kinder Pädophilen regelrecht auf einem Silbertablett, indem sie Bilder und alle möglichen privaten Informationen ins Netz stellen. Auch für Einbrecher ist es sehr praktisch zu wissen, wann man nicht zu Hause ist, und selbst für Identitätsdiebstahl werden jede Menge Steilvorlagen geliefert. Vielen scheint überhaupt nicht bewusst zu sein, was sie da alles von sich preisgeben und wie fies ihnen das irgendwann, und sei es Jahre später, auf die Füße fallen kann. Allein wenn ich daran denke, was ich online über so manche Kollegen erfahren habe, waren das Dinge, die ich niemals wissen wollte. Das wäre der private Rahmen, aber in dem endet das alles ja nicht. Dadurch, dass wir soziale Wesen sind, also zumindest die meisten von uns, führt das zu verschiedenen Verhaltensweisen in Sachen Gruppenverhalten. Hier kann man in drei Kategorien unterscheiden, die sich zwar grundsätzlich sehr ähneln, in den Details aber dann die Unterschiede aufzeigen. Zum einen haben wir Herdenverhalten.
Ein klassisches Beispiel hierfür wäre, dass Menschen meinen, ein vielbesuchtes Restaurant müsste qualitativ gut sein, weil es ja ansonsten nicht so viel Zulauf hätte. Dass das nicht zwingend stimmen muss, haben die meisten wahrscheinlich schon mal selbst erlebt. Aber da das Ganze eher unbewusst läuft, kommt die Erkenntnis eben später. Herdenmentalität enthält schon mehr Absicht. Hier kommt dann vor allem der Druck zur Konformität und das Streben nach Anerkennung der Peer Group ins Spiel. Gruppenzwang bei Teenagern, der sie dazu verleitet, zu rauchen oder Alkohol zu trinken, wäre da so eines der Paradebeispiele. Und dann haben wir noch die Mob-Mentalität, die in erster Linie negativ behaftet ist. Die kann dann wiederum in zwei Unterkategorien aufgeteilt werden. Die eine ist Massenhysterie. Und genau eine solche hat 2010 bei der Love Parade dazu geführt, dass völlig sinnlos 650 Menschen verletzt und 21 getötet wurden. Die andere ist die Überzeugung, in großen Gruppen mit Verbrechen davon zu kommen, da sie mehr Anonymität bieten. Dazu liefern die aktuellen Krawalle ein sehr anschauliches Beispiel. Doch dadurch, dass genau solche Aktionen dokumentiert werden und in den sozialen Medien landen, können dann doch viele identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden. Hierbei dürfte es tatsächlich ein Faktor sein, dass es den Leuten einen gewissen Kick verschafft, in entsprechenden Videos im Internet aufzutauchen, so wie es die Stuttgarter Polizei nach den Ausschreitungen argumentiert hat. Und da scheint es dann viele auch nicht zu stören, dass es einfach nur maximal peinlich ist, beim Plündern eines 1-Euro-Ladens gefilmt zu werden. Aber irgendeine Form von Rationalität zu erwarten, ist bei sowas dann doch zu hoch gegriffen. Ich würde das, was sich in der Twitteria und all dem, was damit zu tun hat, als eine Art Paralleluniversum beschreiben. Das kann von lustig bis hin zu verstörend alles sein, je nachdem, um welche Kreise und Filterblasen es geht. Problematisch wird das Ganze, wenn es vom digitalen Raum ins reale Leben überschwappt. Und das passiert, zumindest meiner Wahrnehmung nach, immer häufiger. Mobbing ist für die Betroffenen schon schlimm genug. Aber richtig übel wird es, wenn die Shitstorms losbrechen. Da wird Menschen dann für vermeintliche Fehltritte nicht nur in unschönen Worten die Meinung gegeigt, sondern in vielen Fällen wird dann auch alles versucht, sie ihres Jobs zu entledigen und ihre Existenz zu zerstören. Beispiele gibt es dafür mehr als genügend. Und was die sozialen Medien aus ursprünglichem Profitinteresse so aufbaut, dass wir süchtig danach werden, führt dann auch dazu, dass solche Geschichten wahnsinnig schnell eskalieren. Je gemeiner die Kommentare in solchen Kontexten sind, umso mehr Likes bekommen sie und der bekannte Mechanismus, sich dadurch bestätigt zu fühlen und noch nach mehr zu gieren, setzt die Spirale in Gang. Bei manchen frage ich mich manchmal, ob ihnen irgendwann klar wird, was sie da getan haben und ob sie sich das selbst dann verzeihen können. Denn um Entschuldigung bitten, wird dann ja wieder vom eigenen Narzissmus behindert oder ist, sofern man das überwinden kann, vielleicht aus anderen Gründen nicht möglich. Und damit muss man dann leben. Andererseits habe ich beim Lesen manchmal den Eindruck, dass man es nicht nur mit Narzissten, sondern mit waschechten Psychopathen zu tun hat, die ihre Followerschaft gezielt auf Leute hetzen. Und die müssen noch nicht einmal gemein gewesen sein. Für manche reicht schon sachliche Kritik, die ihr fragiles Ego nicht erträgt und sie nach Rache dursten lässt. Das hat dann schon richtig System. Was wir grundsätzlich bei dem allen also feststellen können, ist die Tatsache, dass die Mechanismen unserer Psyche gegen uns verwendet werden. Dafür muss man den Betreibern noch nicht einmal böse Absichten unterstellen. Die Gewinninteressen reichen. Kommen dann aber wirklich Ambitionen dazu, bestimmte Gruppen zu schützen und anderen zu schaden, wird das Ganze ziemlich hässlich. Wie sich das dann gestaltet, kann man bei Project Veritas anschauen. Dort gibt es mittlerweile etliche geleakte Videos von Angestellten, die unverblümt darüber berichten, wie sie unliebsame Stimmen zum Schweigen bringen. Das Meme Go Woke, Go Broke kommt allerdings nicht von ungefähr und so zeigt sich auf dem freien Markt, dass die Allgemeinheit viele der Ansichten nicht teilt und auch nicht bereit ist, das Ganze finanziell zu unterstützen. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis Cafés schließen mussten, die Männern wegen des längst debankten Gender Pay Gaps aus Prinzip mehr berechneten, Internetseiten mit zutiefst sexistischen oder rassistischen Inhalten vom Netz gehen mussten, oder Werbekampagnen, die darauf aufbauten, bestimmte Gruppen abzuwerten, in Umsatzeinbrüchen endeten. Es ist das eine, wenn man versucht, Menschen durch Nudging zu Verhaltensänderungen zu bewegen. Was dort aber versucht wurde und oft auch noch wird, erinnert mehr an einen Baseballschläger, der den Leuten mit der Botschaft, was für unfassbar schlechte Menschen sie sind, ins Gesicht geschlagen wird. Dass das nicht gut ankommt, ist nicht wirklich eine Überraschung. Und so wird immer öfters in den Terrormodus umgeschaltet, der dann vergleichbar zu den gekränkten Narzissten verläuft. Für die meisten, die wenig bis gar keine Zeit in den sozialen Medien verbringen, sind diese Vorgänge völlig unverständlich. Die machen sich Gedanken um Probleme aus dem realen Leben.
wie sie es schaffen sollen, die immer weiter steigenden Ausgaben zu stemmen und ob sie sich bei all dem vielleicht noch einen Urlaub gönnen können. Eben diese ganzen banalen Dinge, die den Alltag bestimmen. Wenn ich mal wieder in meiner Stammkneipe auftauche und von dem ganzen Wahnsinn berichte, der da teilweise vor sich geht, muss ich auch immer direkt mein Smartphone zücken und das beweisen, weil die Leute sonst denken, dass ich sie verarschen will. Zwischenzeitlich fangen sie sogar damit an, sich untereinander zu zerfleischen, weil es niemals korrekt genug sein kann und viele Moralvorstellungen an der Realität scheitern. Es geht nicht darum, Ambivalenzen aufzuzeigen, dass Ikonen eben nicht nur gut oder böse waren. Das Leben ist nicht nur schwarz und weiß. Aber manchmal wirkt es fast, als hätte man es mit kollektivem Borderline zu tun, bei dem entweder idealisiert oder komplett entwertet wird. Dass massenhaft Krankheitsgewinn betrieben wird, bei dem Benachteiligungen als Freibriefe für rücksichtsloses Verhalten betrachtet werden, die auf die ein oder andere Art zu Profit führen sollen. Wie sich das in der Zukunft weiterentwickeln und wozu es führen wird, weiß ich nicht. Aber ich bin zunehmend pessimistisch gestimmt, denn die ganzen Umstände sorgen dafür, dass das Ganze nicht nur eskalieren kann, sondern regelrecht muss. Damit wären wir dann für heute durch. Das nächste Video wird wieder etwas Größeres. Passt gut auf euch auf, geht ein bisschen raus an die Sonne, Vitamin D tanken und wir hören uns dann wieder die Tage. Why'd you call you?